Leon, du Gehaltskürzung. Ich hätte kein Anstecken vorgeben sollen, Mann. So, endlich ist es soweit. Moin Moin, meine aktiven Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video in alter Frische. Lang ist es her. Das letzte Video, was ihr bei mir auf dem Kanal gesehen habt, war das Video über mein Haus, dass ich es gekauft habe. Das ist jetzt 7 oder 8 Monate her. Und ja, es hat sich doch einiges verzögert. Aber erstmal danke, dass du eingeschaltet hast. Und bevor das Video richtig startet, gibt es noch mal ein bisschen Eigenwerbung. Ihr wisst, das Haus tatsächlich von alleine. Der Windbreaker ist jetzt, in dem Moment, wo ihr das Video seht, verfügbar in allen Größen für euch am Start. Komplett neues Teil. Wenn ihr das Ding bestellt, gibt es zusätzlich noch diesen wunderschönen Fanschal im Get On My Level Look dazu. Gratis. Und eine, guck mal, was das hier für einen Stauraum hat. Professionell vorbereitet, man kennt ihn. Eine von 5 verschiedenen Autogrammkarten. Alle handsigniert, auch zu der Bestellung dazu. Also, wer mich gerne supporten möchte bei mir im Shop und noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, gerne auschecken, montanablack.de. Ich würde sagen, wir starten. Wir sind hier im Eingangsbereich und ich könnte eigentlich erstmal gefühlt, bevor das Video richtig losgeht, eine halbe Stunde Real Talk hierzu machen. Im Grunde habe ich mir in diesem Haus nochmal ein neues Haus gebaut und für die Leute, die sich nicht mehr daran erinnern können oder nicht mehr wissen, wie das hier vorher aussah, blende ich hier irgendwo mal das Video ein und guckt es euch gerne noch mal vorher an, denn die Veränderung hier, die hier stattgefunden hat, ist schon relativ krass, wie ich finde. Wir sind jetzt hier im Eingangsbereich und wie man schon unschwer erkennen kann, ist hier das Aquarium. Das stand vorher in meinem Zockerzimmer. Ja, guck mal, wie er sich aufstellt hier. Sag mal, hast du ein Problem oder was? Auf jeden Fall ist das Aquarium, was bei mir im Zockerzimmer stand. Die meisten Fische sind dort auch noch drin. Einige habe ich aber unten ins Zockerzimmer reingetan. Wir haben hier indirekte Beleuchtung im LED-Stil, die ich farblich so einstellen kann, wie ich möchte. Das war alles vorher hier nicht, das muss man dazu nochmal sagen. Wir haben natürlich nochmal auf dezent hier einmal Licht und einmal hier Licht, also einmal das Ding. Und dann haben wir nochmal die beiden Dinger. Die ziehen sich im ganzen Haus auch wie ein roter Faden hin, will ich sagen. Denn überall haben wir diese Optik von den Lampen, auch oben im Flurbereich. Das seht ihr dann aber im anderen Teil. Ja, wir haben auch komplett neuen Boden im gesamten Haus gelegt. Ich weiß gar nicht, wie man den nennt. Ich glaube PVC. Jungs, wie nennt man den Fußboden nochmal? Perfekt, Digga. Auf jeden Fall, also die Handwerker sind noch da. Auf jeden Fall haben wir hier einen komplett neuen Fußboden im gesamten Haus verlegt. Ja, was soll ich euch sagen, Digga? Ich bin ungeübt. Das letzte IRL-Video habe ich schon vor 8 Monaten gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Wir haben ja noch eine Garderobe, wo man Sachen hinhängen kann, ist ja klar. Ja, hier hängt irgendwie eine Sternlampe, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, ein paar Caps, eine schöne Jacke. Hier noch, oder was? Dann haben wir hier noch Hundegeschirr und so. Ja, wir haben hier direkt, wenn man reinkommt, auch wieder indirekte Beleuchtung, zweiseitig, das kann man einstellen, wie man möchte. Ich muss dazu auch noch sagen, dass das nicht die dollste Stufe ist. Das sind nur 30% von der Helligkeit. Ich mag das lieber ein bisschen dezenter. Das zieht dann nach langer, also es zieht nicht so in den Augen dann, wisst ihr, wie ich meine? Ja, auch der Treppenbereich, muss man mal ganz kurz dazu sagen, der Treppenbereich, für die Leute, die sich noch da erinnern können oder sich das Video jetzt vorher angeguckt haben, wie es hier vorher aussah, auch der Treppenbereich ist komplett neu. Also die Treppen im selben Belag wie der Fußboden, die Handgelenke oder der Handgelenke wahrscheinlich. Wie nennt man das denn nochmal, Leon? Geländer. Geländer, genau, ja moin. Die Geländer komplett farblich angepasst zu dem Fußboden. Die Scheiben sind getönt. Kenne ich normalerweise nur aus dem Auto. Also es hat sich eigentlich alles komplett geändert. Ich weiß gar nicht mehr, welche Tür mit Glasscheibe war, das weiß ich gar nicht mehr. Aber auch die Türen haben wir zum Teil hier in der Wohnung, in dem Haus, einfach rausnehmen lassen, die Glasteile, und durch Holz ersetzt, weil ich diese Optik wesentlich schöner finde als eine Glasscheibe. Also es wurde so viel hier im Haus gemacht von dem ganzen Team. Auch da nochmal ein Gruß und Kuss an Steffi, an Seid, an Gerald und wie sie alle heißen, die mir hier wirklich tatkräftig unter die Arme gegriffen haben. Hier kommen wir jetzt in den Flurbereich mäßig, also in den zweiten Flurbereich. Hier haben wir ein wunderschönes Bild von dem Zuschauer, von dem Künstler. Ich habe leider den Namen jetzt gerade nicht mehr. M. Lofney. Der hat mir das hier anfertigen lassen. Davon habe ich auch noch ein zweites woanders hängen. Das Get On My Level Logo. 21614, meine Stadt Buxtehude, die mich zu dem gemacht hat, wer ich bin. Wer der Spacken ist, weiß ich auch nicht ganz genau. Hier in dem Bereich, also es ist noch nicht alles so, wie ich es mir vorstelle, beziehungsweise es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten.
durch Corona, Morona sind manche Sachen so lange von der Lieferzeit. Hier oben fehlt jetzt noch eine Lampe. Das haben wir jetzt nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ja, und ansonsten ist dieser Bereich so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen mein Werdegang auf YouTube. Alles hat angefangen mit dem 100.000 Abonnenten-Button für Montana Black. Das ist schon ein Augenblick her. Das sind auch noch die alten Dinger vom Design. Ne? Dann irgendwann die 1 Million Abonnenten auf Montana Black, Digga. Ja, auch wenn man dran vorbeigeht, man achtet da eigentlich nicht mehr so drauf. Trotzdem haben sie eine starke Bedeutung für mich. Hier drüben haben wir dann Spontana Black, die 1 Million. Und auch die Crew und richtiger Kevin. Das sind zwar nicht meine Kanäle, also das heißt, ich habe keinen Zugriff auf diese Kanäle, aber nichtsdestotrotz sind es irgendwo trotzdem meine Kanäle, was ja mein Content. Dementsprechend habe ich mir auch diese beiden goldenen Play-Button zukommen lassen. Und insgesamt kann man dann ja auch voller Stolz behaupten, und das schafft auch nicht jeder, dass ich 4 YouTube-Kanäle auf YouTube habe, beziehungsweise mit meinem Content fülle, die alle über 1 Million Abonnenten oder mehr haben natürlich. Das ist etwas, das schafft nicht jeder. Hier haben wir noch, muss ich auch sagen, bin ich sehr stolz drauf, eine Auszeichnung vom Riva Verlag. Das ist nichts Offizielles oder so. Das kriegt nicht jeder Künstler. Das haben sie mir extra anfertigen lassen, weil sie wissen, dass ich auf sowas stehe. Und das ist für 100.000 verkaufte Montana Black Bücher vom Junkie zum YouTuber. Mittlerweile sind es wesentlich mehr Bücher als 100.000, also nicht 200.000, ich weiß es jetzt nicht genau, wie viel, aber über 100.000, 130, 140, 150.000, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist das aber eine Auszeichnung, wo ich mich drüber gefreut habe, weil sie sich Gedanken gemacht haben. Also eine große Überraschung haben sie mir damit gemacht. Sowas ist einfach emotional vielleicht sogar mehr wert als das Geld, was dann am Ende irgendwie auf dem Konto ist, weil daran werde ich mich halt einfach immer erinnern, Digga. Gut, an das Geld werde ich mich auch immer erinnern, Digga, so ist es nicht. Ja, gehen wir mal in die Küche, auf entspannt. Gehen wir mal in die Küche. Ich muss gleich nochmal dazu sagen, wir werden heute, habt ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen, gibt es einen Teil, dann gibt es noch einen zweiten Teil Obergeschoss und einen dritten Teil Keller. Ne? Weil das Video wird jetzt bestimmt schon, keine Ahnung, Viertelstunde gehen, 20 Minuten. Und ich wollte keinen Teil hochladen, was 50 Minuten geht oder so. Das ist jetzt hier die Küche. Auch hier in der Küche vielleicht erkennbar für die Leute, die sich das alte Video angeguckt haben, beziehungsweise das alte Video noch Erinnerung haben, hat sich auch einiges getan. Ich habe eine komplett neue Arbeitsplatte, Granitarbeitsplatte einbauen lassen, weil mir die alte einfach nicht gefallen hat. In diesem Look hier, der Look von der Platte zum Fußboden, finde ich sehr geil. Hier mein Engel Agatha. Oh. Leon hat auch schon eine Portion eben gegessen. Agatha hat heute wieder gezaubert. Nudeln mit Bolognese. Sag ehrlich, hat köstlich geschmeckt, oder? Sehr lecker. Sehr köstlich. Das werde ich mir später noch snacken. Ja, und hier ist halt relativ eine große Küche, ist ja klar. Hier der Sitzbereich ist noch nicht fertig. Die Stühle, der Stuhl ist aus dem Wohnzimmer. Normalerweise, wir haben noch von diesem Stuhl noch 2 Stück bestellt. Lieferzeit aber wieder irgendwie gefühlt 3 Jahre. Dieses Bild habe ich geschenkt bekommen von Dustin, von einem Kollegen von mir, der Kollege. Das ist ultra geil, das Bild. Kylo mit Graffiti-Elementen. Wenn man Schwarzlicht etc. hat, verändert sich das Bild. Ein wunderschönes Bild. Dustin, Grüße gehen an dich raus. Habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Und ansonsten, ja, hat sich hier nicht viel verändert, außer dass ich mal langsam herausgefunden habe, wie diese Öfen hier alle funktionieren. Das ist der beste Ofen aller Zeiten, Digga. Wirklich der beste Ofen aller Zeiten. Und zwar ist das der Warmhalteofen. Agatha stellt hier, ich habe zu ihr gesagt, sie soll das Essen heute dahin stellen, aber normalerweise packt sie hier mir mein Essen rein, macht es auf Stufe 2 und dann bleibt das den ganzen Tag warm, Digga, das Essen. Das ist einfach, also Brudi, das muss ich wirklich sagen, fühle ich dieses andere. Ja, ey. Ansonsten mehrere Öfen, die Küche habe ich euch ja damals schon im Video gezeigt, hier hat sich nicht viel verändert. Hier oben haben wir noch die Wand zugemacht, also das hier. Haben wir zugemacht, da war hinter Stauraum bzw. Fläche, was eigentlich nur Staubfänger war. Hier oben hat Seid eine richtig geile Wischtechnik gemacht, so eine schwarze Wischtechnik, die natürlich auch wieder im Umkehrschluss passend zum Boden. Also das finde ich sehr, sehr stimmig. Hatte da auch Hilfe, wie gesagt, von Seid, von Gerald, dem Elektriker, und von Steffi, der, ich sage immer, Innenarchitektin, Innendesignerin. Ohne die hätte ich das hier nicht geschafft, weil ich bin ja auch kreativ. Einfach, also ich bin kreativ nicht, Digga, ich merkst du, wie ich das verlernt habe? Ich bin kreativ und sprachlich einfach lost, so. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal, ja, hier in dem Bereich. Das ist, ja, nochmal ein Flurbereich. Da gibt es nur die indirekte LED-Beleuchtung. Hier habe ich ein paar Zeitungsartikel hingehangen, die mir gefallen haben. Es wurden ja viele Zeitungsartikel schon über mich geschrieben, aber nur die wenigsten waren auch geil geschrieben. Ja.
Ja, nee, du weißt ja, Digga, so eine Scheiße schreiben die dann. Dann haben wir hier, also das, den Raum würde euch wahrscheinlich sonst niemand zeigen, weil er einfach vollgepackt ist jetzt. Das ist so mäßig aktuell die Abstellkammer. Hier haben wir eine Garderobe für einen Haufen Jacken, die ich noch nie getragen habe, Digga. Muss ich auch fairerweise einfach mal sagen. Also gefühlt 90% dieser Jacken habe ich noch nicht getragen. Ja, hier stehen halt ein Haufen Sachen, wo ich noch nicht weiß, wohin damit. Hier auf der Seite haben wir auch wieder einen Haufen Sachen, die ich noch nie getragen habe. Unzählige Caps, Digga. Schuhe über Schuhe, Badelatschen über Badelatschen. Braucht man das alles? Nee, Diggi. Habe ich es trotzdem gekauft? Ja, bereue ich das? Nö. Ist halt so, Digga. Was soll ich dir sagen? Aber hier kann ich halt noch Schuhe hinstellen, etc. Caps reintun, Jacken. Ja, das ist so ein, ja, weiß nicht, wie man so einen Raum nennt. Ein kleines Ankleidezimmer. Das Mini-Ankleidezimmer, würde ich mal sagen, ja. Und hier sind halt noch Sachen drin, die wir erst heute aus der Wohnung noch abgeholt haben, die ich im Übrigen immer noch nicht gekündigt habe. Man kennt ihn. Ja, dann haben wir hier das Gästebadezimmer. Ja, das Gästebadezimmer, da hat sich auch nicht so viel verändert, außer diese wunderschöne Streichtechnik wieder, die Seid gemacht hat. Das finde ich, sieht sehr, sehr geil aus. Im Übrigen auch im gesamten Haus habe ich die Fensterbänke rausbauen lassen oder rausbrechen lassen und neue Fensterbänke reingemacht. Ihr seht schon, überall ist dieser Anthrazitton, der sich überall widerspiegelt. Das mache ich einfach gerne. Ja? Hier eine Skulptur, die meine Oma gemacht hat. Meine Oma ist ja leidenschaftliche Töpferin schon seit 40 Jahren. Also das hat wirklich meine Oma gemacht. Das ist eine Töpferin. Hat ganz... Muss ich den Scheiß jetzt verpixeln? Nein, die musst du doch nicht verpixeln, Digga. Warum sollte man das verpixeln? Demonetarisiert. Guck mal, und wäre da hart, wenn man ein bisschen... Nein, Spaß. Ja, meine Oma ist leidenschaftliche Töpferin, hat jahrzehntelang Kurse gegeben in der Volkshochschule Buxtehude. Ich als kleines Kind habe mit Oma auch zusammen getöpfert. Ja, und gewisse Sachen hat sie mir geschenkt und die ich, ja, hier dann in der Wohnung untergebracht habe. Ich glaube ansonsten, die Scheibe wurde noch reingebaut. Neues Scheißhaus kriege ich auch noch, weil das ganz große Problem ist, Digga. Das ganz große Problem ist, ich sag's euch so, wie es ist. Wenn ich mich hier hinsetze zum Pissen, dann küsst er immer das Keramik. Wirklich. Weil das, guck mal, jetzt komm mal her. Digga, so groß ist er jetzt auch. Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber guck mal, wie wenig Spielraum ich hier habe. Der knutscht immer die Keramik. Weißt du, was das für ein Scheißgefühl ist, Digga? Und deswegen kommen überall neue Toiletten hin. Jalla. Ich habe auch immer richtig Angst, dass ich mir da Krankheiten hole oder so. Oh, nee, ich dachte... Wenn er vorne die Klobrille berührt? Was? Wenn er vorne die Klobrille... Nicht vorne die Klobrille, Digga. Er berührt da, wo die Pisse und alles reinkommt. Die Toiletten sind... Digga, ich schiebe voll den Absturz drauf. Und dann stell dir mal vor, wenn du morgens... Männer wissen, was morgens ist, nach dem Aufstehen. Wenn du dann pingeln gehen willst, dann küsst er das Ding nicht, dann rammt er das. So, und ansonsten, ja, weiß ich, glaub nur die Streichtechnik. Jetzt film dich nicht wieder auf selbstverliebt. Achso, wir haben noch gar nicht die Garage gezeigt, Digi. Die müssen wir aber eigentlich, müssen wir die Garage, wenn wir da jetzt so reingehen, kommt das nicht geil, Digga. Wir müssen die Garage von außen filmen. Die Garage kommt ganz zum Schluss. Die Garage zeige ich euch ganz zum Schluss. Er ist so schön gegen die Tür gelaufen. Ich bin nicht gegen die Tür gelaufen. Okay, ich blend's nochmal. Bist du nicht? Nein, bin ich nicht, Digga. So, also, dann haben wir hier noch das Gästezimmer. So sieht das ganze Ding hier aus. Auch wie überall wieder indirekte Beleuchtung. Wände gestrichen in einer geilen Farbe. Bud Spencer und Terence Hill auf Ehrenbruderbasis über dem Gästebett. Schöne Beleuchtung, bequemes Bett. Also ich habe selber noch nicht drin geschlafen, aber Mehdi zum Beispiel, mein Kollege Mehdi, hat da drin gepennt. Er hat gesagt, er hat besser hier geschlafen als bei sich zu Hause. Ja, und ansonsten ein kleiner Schreibtisch. Das ist, also ist noch nicht alles fertig. Hier stehen noch ein paar Kartons mit Autogrammkarten, die ich unterschreiben muss. Hier steht noch mein alter PC unter dem Tisch, wo ich noch nicht genau weiß, was ich damit mache. Da habe ich dran rumgebastelt, deswegen liegt hier die Glasscheibe noch. Hier haben wir noch mein altes Aquarium aus dem Wohnzimmer. Ah, guck mal hier, da ist noch Mr. Gürtelstachel an. Moin, moin. Guck mal hier, da ist er doch. Siehst du den, Leon? Moin, Meister. Das ist hier das Gästezimmer, Digga. Das ist ein ganz gemütliches Ding, wie ich finde. Durch Corona, also um nochmal eine kleine Erklärung abzugeben, warum das jetzt am Ende so lange gedauert hat. Also natürlich erstmal habe ich hier in dem Haus nochmal ein neues Haus gebaut. Das ist einfach so. Wer die Videos sich angeguckt hat, wie das vorher aussah und wie es jetzt hier aussieht, das war, wie gesagt, also wirklich ein krasser Umbau bzw. ja, krasse Erneuerung. Und dann kam Corona noch mit ins Spiel. Ihr kennt das alle. Ich will mich nicht beschweren. Mir geht's gut. Meiner Familie geht's gut. Mir geht's finanziell gut. Ich will jetzt nicht mi machen. Aber einige Sachen haben halt eine Lieferzeit gehabt von irgendwie 3, 4, 5 Monaten. Am Ende hat es halt länger gedauert als geplant. Scheiß drauf, Digga. Dann kommen wir mit, du Pimmelpikser. So, und das ist natürlich jetzt das Highlight hier, Diggi. Das ist, buff,
das Wohnzimmer. Und also, Leon, ich glaube, die Leute haben sowas noch nie gesehen. Darf ich vorstellen? Meine Badewanne. Mein XXL Aquarium. 4,30 Meter lang, insgesamt 5 Tonnen schwer. Also, ja, okay, den Spruch drücke ich dir jetzt nicht. Ich wusste genau, was du sagen willst, du Wichser. Ja, ich hab's sein gelassen. 5 Tonnen schwer und ein Riesending. Ich könnte jetzt noch einzeln etwas zu den ganzen Fischen sagen, die drin sind. Ich glaube aber, dass ich entweder hier auf dem Kanal noch ein einzelnes Video zu dem Becken hochlade oder, was ich mir auch schon überlegt habe, Digga, ich habe 4 Aquarien jetzt hier im Haus. Aquaristik interessiert mich sehr stark und viele von euch auch da draußen. Vielleicht mache ich sogar ein Aquarium-Channel, wo ich, wenn ich Bock habe, mal ein Video hochlade. Aber das Ding ist natürlich ein XXL-Bing, ist mit Stahlträgern. Also, na gut, das sieht man jetzt hier nicht, da ist die ganze Technik. Aber insgesamt ist das ganze Ding auf Stahlträgern und hat noch ein extra Konstrukt. Ja, so war doch richtig. Dann haben wir hier natürlich den Essbereich. Ganz kurzer kleiner Fun-Fact, Leon war dabei. Ich sag zu Agatha, Agatha, mach mal für das Video schöne Deko. Agatha sagt, kein Problem. Bruder, kennt ihr irgendjemanden, der sich hier hinsetzt und einfach mal zum Chillen eine Zitrone frisst? Da habe ich ganz gut drüber gelacht. Oha, oh, hier ist ja voll der dicke Kratzer an dem Scheißtisch. Das kommt von... Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Direkt neu bestellen, Kapi. So, also, das wird hier der Essbereich. Wer mit dem Rücken zum Aquarium sitzt, hat im Grunde die Arschkarte. Natürlich viel, viel geiler ist, wenn man hier sitzt. Am Essen ist, Digga, und dabei einfach die Fische beobachten kann. Auch das Aquarium ist noch nicht perfekt 100%, aber... Auf jeden Fall schon sehr schön geworden. Hier werde ich zum Beispiel auch, wo ich mich sehr drüber freue, hier werde ich mit meiner Familie, mit Oma, Opa, Tommy, halt mit der ganzen Familie, nicht am zweiten Weihnachtstag bei Oma und Opa essen, sondern ich werde das erste Mal, seit ich denken kann, nicht bei Oma und Opa am zweiten Weihnachtstag sein, sondern sind alle bei mir, Digga. Alle werden hier zusammen am zweiten Weihnachtstag mit mir sitzen und Weihnachten feiern. Und da freue ich mich mega drauf, Digga. Wer hätte das mal gedacht? Wer hätte das mal gedacht, dass ich mal mit meiner Familie in meinem Haus Heiligabend feiere, beziehungsweise zweiten Weihnachtstag. Ich werde meinen legendären Nudelauflauf kochen für alle. Ich freue mich einfach drauf, Digga. Drückt bitte alle die Daumen. Ich habe wirklich dieses Jahr so Bock auf Weihnachten wie lange nicht mehr. Drückt auch bitte alle die Daumen, dass wir endlich mal wieder weiße Weihnachten bekommen. Ich weiß, unwahrscheinlich, aber Bruder, ich würde es mir extrem wünschen. Ja. So, dann haben wir hier natürlich eine XXL-Couch, einen XXL-Teppich und einen XXL-Fernseher, Digga. Ein 8K, schieß mich tot, Samsung-Fernseher, Digga. Ich sag auch mal so, ich bin kein Flex. Der Fernseher kostet 8.000 Euro, Digga. Davon habe ich noch einen im Schlafzimmer. Und über den... Digga, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn ich dran denke, wäre ich sauer. Samsung, was ist das? Warum gibt es in eurem scheiß App-Store weder die Twitch-App noch TV Now oder irgendwelche Apps, Digga? Da muss ich mir einen Firestick kaufen, um die Kacke zu sehen. Verstehe ich nicht. Aber der Fernseher ist trotzdem geil. So ist es nicht. Im Hintergrund habe ich auch... Philips Hue-Beleuchtung, die überhaupt nicht funktioniert. Danke an Philips an der Stelle. Tolle Updates, die er rausbringt. Ja, insgesamt hat diese scheiß Beleuchtung 800 Euro gekostet mit dieser Synchronbox. Ihr bringt ein Update raus, die Kacke funktioniert nicht. Top. Ja, und ansonsten, ja, hier natürlich ein Highlight. Ein wirkliches Highlight, Digga. Für die Leute, die sich ein bisschen mit Musik auskennen und gerade mit der guten alten Zeit, den 70ern, den 80ern und den 90ern. Hier haben wir ein Original geschriebenen Songtext von Prince vom Song Purple Rain. Das habe ich mir gegönnt als kleine Wertanlage. Ich bin Prince-Fan und das ist einer von drei originalen geschriebenen Songtexten von Prince. Für die Leute, die sich damit auskennen, werden es fühlen. Für die Leute, die das sich jetzt nicht so fühlen, das ist aber ein... Also Leon, fühlst du das? Ja, auf jeden Fall. Purple Rain. Der ist halt auch Dingy Brudi, der ist original geschrieben von ihm. Im Studio. Einer von dreien, zertifiziert mit Papieren, die bei der Bank liegen, im Schließfach. Wirklich, ein richtig geiles Ding, habe ich mir mal gegönnt. Finde ich wunderschön, das Ding, bin auch stolzer Besitzer und freue mich, dass ich mir natürlich auch sowas ermöglichen kann, dank euch, die mich unterstützen. Weil als ich damals gekifft habe, gekokst habe, hätte ich mir sowas nicht kaufen können, ist ja klar. Ja, und dann haben wir natürlich hier noch die extrem geile Couch, eine schöne XXL-Couch, wo man mit den Jungs auf entspannt Bundesliga gucken kann, ja, wo man entspannt Serie gucken kann. Aktuell habe ich Game of Thrones angefangen, 3 Folgen, heute, also später gucke ich noch weiter, gefällt mir auch. Und die Couch ist super bequem, ist Mikrofaser, war ein bisschen teurer die Couch, aber man kauft halt eigentlich auch nur einmal eine Couch und dann erstmal jahrelang nicht, deswegen habe ich für die Couch ein bisschen mehr ausgegeben, aber wirklich eine geile Couch mit Stauraum.
Du kannst dir die Dinger verstellen, kannst hier an der Seite das Ding verstellen. Eine geile Couch. Eine sehr geile Couch, die auch optisch, farblich hier, wie ich finde, gut reinpasst. Auch die Lampen, wenn man jetzt nochmal vergleicht, diese Lampen in diesem Bereich und im Eingangsbereich, überall so derselbe Look, dieser industrielle Look, wie ich finde, sehr geil. Auch die, diese Streichtechnik, die Seid hier wieder angewendet hat, ist natürlich nicht jedermanns Geschmack, aber ich finde sie sehr geil, mir gefällt sie sehr gut, habe ich auch Seid entscheiden lassen so mäßig, beziehungsweise Seid hat sich damit Steffi abgesprochen und am Ende fand ich den Look sehr genial. Ansonsten ja, haben wir hier noch von Breaking Bad, von allen Darstellern handsignierte Autogramme, zertifiziert alles, habe ich damals geschenkt bekommen von einem ehemaligen Geschäftspartner von mir, also sehr, sehr geiles Ding. Hier haben wir noch die ganzen silbernen Playbutton, silberner Playbutton für Spontaner Black, richtiger Kevin und die Crew. Das sind schon die neuen silbernen Playbutton. Ihr habt vorhin ja den alten gesehen. Und ansonsten, ja, was gibt's hier noch zu zeigen? Wir haben hier noch eine Green Wall, nennt sich das. Das sind echte Pflanzen, die eingesprüht worden sind, wieder imprägniert worden sind, dass sie für immer im Grunde halten. Das riecht so richtig so, als wenn du frisch Rasen gemäht hättest oder so. Ist auch nicht jedermanns Geschmack. Ich finde diese Optik sehr geil. Cooler wird es natürlich noch kommen, wenn es ein bisschen heller hier drin wäre, aber ich mag es lieber gedimmt. Ist ein Highlight für mich. Finde ich, sieht geil aus. Und ansonsten haben wir hier noch Bose Surround System, was ich hier reingeklemmt habe. Hier haben wir noch ein super schönes Bild von Kylo, vom M. Lovely, der auch das Bild im Eingangsbereich, was ich euch gezeigt hatte, gemalt hat. Ja, hier hängt Ehrenbruder Kylo. Hier haben wir noch meine alte, ehrenwerte Pflanze aus dem Schlafzimmer, die ich mitgenommen habe. Ja, und das war es eigentlich schon. Das richtige Highlight, beziehungsweise für mich das Highlight im Untergeschoss, ist das Aquarium oder das Wohnzimmer an für sich, aber auch das Aquarium. Aber natürlich auch die Garage, Digga. Die Garage, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Ab geht's in die Garage. Ja, willkommen in meiner Garage, Digga. Hier seht ihr mein Fahrrad, was ich mir gekauft habe, mit dem ich dreimal gefahren bin, Digga. Leon, was sagst du zu der Garage? Hast du noch nicht gesehen? Ich stelle mal das Fahrrad hier an die Seite. Das ist auf jeden Fall fresh. Also diese Bahnoptik ist sehr nice gemacht. Das sieht gut realistisch aus. Das ist nur Schattierung, Digga. Das ist nur Schattierung, Digga. Das ist nur Schattierung. Und hier haben wir natürlich, also, ja, sei es jetzt, Moment, okay, scheiß drauf. Kauft sich ein Haus für 9 Millionen Euro und keine Technik mehr. Digga, so, also sei es die indirekte Beleuchtung, auch wieder hier in der Garage, was natürlich dem Ganzen nochmal einen richtig geilen Look gibt. Ja, das ist halt, also, schaut euch einfach nochmal an, wie die Garage vorher aussah. Und die Garage ist halt einfach brutalst, Digga. Hier steht mein Baby, den ich selten beglücke, schon 2 Monate nicht mehr gefahren, aber ich will nicht, dass das auch noch was Alltägliches wird. Dass ich ihn habe, ist was Alltägliches. Ich sehe ihn jeden Tag. Aber das Fahrgefühl soll nicht alltäglich werden. Und deswegen fahre ich ihn wirklich sowieso zur kalten Jahreszeit jetzt wesentlich seltener. Ja, aber Digga, das ist wirklich ein sehr, 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 sehr geiles Auto. Aber am Ende, Digga, würde ich mich immer für meine S-Klasse entscheiden, Digga. Die S-Klasse ist einfach Liebe. Ein Wohnzimmer für echte Männer, Digga. Ein Wohnzimmer für echte Männer. Das ist die Garage, Digga. Ein echtes Highlight, wie ich finde. Ich habe so noch nicht eine einzige Garage gesehen. Mit Graffiti-Künstlern bestückt. Omsk und Kino. 2 Sprüher, die mich in meiner Kindheit mies geprägt haben mit ihrer Kunst, mit ihrem Graffiti. Und auf der anderen Seite haben wir ein Graffiti von Moses. Ich würde fast sagen, einer der bekanntesten Sprüher europaweit. Jeder, der Graffiti kennt, kennt auch Moses. Und den bei mir auch in der Garage verewigt zu haben. Oder dass ihr sich hier verewigt habt, ist einfach. Das soll es eigentlich gewesen sein. Ich würde sagen, ich küsse eure Augen. Danke für den Support. Ich hoffe, dass das nächste Video schon am Sonntag kommt. Dann wahrscheinlich das Obergeschoss. Und dann darauf für Mittwoch eventuell dann der Gaming-Raum. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bin auf eure Kommentare gespannt. Danke für den Supporterino. Supporterino, Digga. Das regt mich auf mittlerweile, Mann, diese Sprachfehler, die ich habe. In dem Sinne würde ich sagen, Kuss, 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 Wiederschauen. Und reinhauen. Fresh.
Warum muss eigentlich der Chef arbeiten und der Angestellte guckt zu? Da rechts ist noch was. Machst du ein bisschen schneller? Digga, das liegt zum Glück bei Fällen.